Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Community, hier zu einer weiteren Folge Panik Europa Station Years. Ja, ich bin total verwirrt, ich wollte irgendwas machen, ich habe schon wieder vergessen was. Ich weiß, was ich machen wollte. Ich wollte Iron Sheets herstellen und das werden wir jetzt auch erstmal machen. Bevor ich jetzt wieder irgendwas anderes mache, werden wir jetzt Iron Sheets herstellen. Ja, wir werden jetzt Iron Sheets herstellen. So, den bitte auch dahin und den bitte zusammen mit dem und dem in die Autoläs. Autoläs? Ich meine ja. Können wir Stahlframes herstellen, aber wir machen erstmal Iron Sheets. Stahl hätten wir nämlich nicht drin, genau, deswegen können wir die auch nicht machen. So, warum brummt der jetzt hier noch? Na, ja, wir müssen erstmal da drüben fertig machen. Und dann müssen wir erstmal Kupfer suchen. Okay, Hammer. Alles ist schick. So, wir wechseln mal die Batterie gleich aus. Machen wir mal den hier so hin. Ja, 71%, das ist okay. Sind wir da auf 100, das ist auch okay. Die können wir jetzt mal ausmachen. Ja, das können wir nicht ausmachen, ne? Das ist das Problem. Können wir nicht ausmachen. Minus 129 Grad, das ist eigentlich noch okay. Die Batterie macht ja auch selber Wärme. Das wissen wir ja. So. Jetzt können wir nämlich hier endlich mal was laufen. So, dann packen wir das weg. Dann packen wir die Iron Sheets auch weg. Dann holen wir mal die dritte Windturbine. Die kann ja ruhig ein bisschen Strom erzeugen. Na, wir machen das mal anders. Wir packen mal die dritte Windturbine. Ach, wo packen wir sie hin? Ja, da packen wir sie hin. So, dann nehmen wir uns hier mal die Strippen. Und machen mal hier eine Verbindung. Das ist ja nur so Provisorium. Mann, mich nervt die Gravitation. Mann! Europa, Alter! Ich bin nur ein kleiner... Es ist nur ein kleiner Sprung für einen Chris. Aber ein großer für die Chrisheit. Ja. So. Hammer. So, Generator können wir jetzt nicht benutzen, weil wir haben hier Heavies. Jetzt brauchen wir Heavy Cable. Okay, Gold haben wir, glaube ich, nicht mehr. Das haben wir ja gerade verbraucht. Man könnte die Tür nochmal unter Strom setzen. Das wäre auch mal eine geile Idee. Da haben wir noch Gold. Wir gucken mal. Nichts mehr drin. Hier haben wir noch Gold. 7,5 Gramm. Das reicht aber nicht, um was zu bauen. Heavy Cable. Doch, es reicht noch, um Heavy Cable zu bauen. Cable, Coil Heavy. Ah, ne, wir haben keinen Kupfer mehr. Ah, das war das Problem. Haben wir keinen Kupfer mehr? Eisen? Silikon, nee, wir haben echt keinen Kupfer mehr, ne? Wollen wir hier in die Kisten gucken? Blei haben wir auf jeden Fall, Eisen haben wir noch, das weiß ich. Hier ist nichts. Ach, guck mal, die Windturbinen drehen sich, die machen nur keinen Strom, weil... ja. Gold? Ach, wir brauchen aber Kupfer, verdammte Axt. Ah, die Windturbinen machen jetzt Strom und wir kriegen hier nicht rein, weil hier scheiß Heavy Cable dran sind. Ja, okay, machen wir nächste Runde. Wir besorgen jetzt erstmal Kupfer. Ich weiß, die Uhrzeit ist gerade nicht so geil. Gucken wir mal, wo ist die Sonne? Wo ist die Sonne? Ja, geht noch. Geht noch, geht noch, geht noch. Hm. So, drücken wir mal Öl. Mal gucken, ob wir irgendwo Kupfer finden. Wir müssen Kupfer finden. Ja. Ah, wir brauchen irgendwie eine Lösung für Kupfer auf jeden Fall. Gucken, wo ist unsere Basis? Die ist hinter uns. Wie gesagt, ja, den Trecker könnte man benutzen, aber... Ach, das ist immer so blöd mit dem Tracker, weil die Batterie ist dann leer und dann steht man da. So, wir gehen, wir gucken nochmal genau hinter uns. Da ist ein spitzer Berg. Da gehen wir einfach geradeaus hier weiter. Gehen wir geradeaus. Wie ich das hasse. 1200 haben wir noch. Das ist nicht mehr viel. Hier ist kein Kupfer. Das ist hier irgendwas anderes. Was ist das? Keine Ahnung. Was ist... Ah, wir sind schon so weit weg von der Basis, das gefällt mir nicht. Da ist Eisen, da oben müsste Kohle sein.
Hier ist Gold. Ne, was ist denn das hier? Das ist kein Gold, das ist irgendwas anderes. Das ist, doch, das ist Gold. Gold wäre okay, also müssen wir bloß mal gucken. Da hinten ist ein Berg, alles klar. Da gehen wir hin. Oh, Batterie alle. Nein! Oh Mann, scherzhaft. Oh, die ist leer. Okay. Hier ist übrigens ein Doppelsternsystem. 1, 2. Okay, dann überleben wir jetzt mal kurz und sammeln uns nochmal für den nächsten Tag. Weil jetzt geht ja gleich die Sonne unter. Das heißt, das ist dann Kikifax. Die Energie, die wir gerade erzeugen, können wir nicht verwenden, weil, ja, wegen ist nicht. Ja, wir hätten im Tablet jetzt noch eine Batterie gehabt. Ich verstehe, ihr seid dabei. Aber ja, ist jetzt erstmal. Ich gehe jetzt erstmal zurück zur Basis. Wenn ich sie dann wiederfinde. Sag mal. Wo ist meine Basis? Was? Boah, jetzt habe ich mich doch nicht verflogen hier, oder was? Ist die hier hinter diesem Berg? Alter, wo ist meine Basis? Oh, nee, oder? Ich hab echt einen Orientierungssinn wie ein Eichhörnchen, oder? Kann das sein? Bin ich schon wieder auf den falschen Berg zugelaufen? Ich sehe dort ein Gold. Haha, das nützt mir aber nichts, wenn ich meine Basis nicht wiederfinde. Wir haben noch 1000 kPa. Alter, wo ist meine Basis? Da! Oh, da ist sie. Alles klar. Okay. Ja, ich habe verstanden. Ich habe echt einen Orientierungssinn wie ein Eichhörnchen. Ernsthaft. Obwohl, Eichhörnchen haben gute Orientierungssinn, habe ich gehört, weil die können nämlich Sachen verstecken im Winter, im Sommer und finden die im Winter wieder. Also ist das eigentlich, habe ich gerade die Eichhörnchen beleidigt. Na schlecht. Okay, aber was soll es, wir gehen jetzt erstmal hier rein, schnappen uns mal eine von den komischen kleinen Mini-Batterien, die wir da so... Ist geil, ich mach Tutorials für euch, ja, und krieg's nicht mal selbst hin, ja. Das ist unglaublich. Okay, Gold haben wir noch, habe ich gesehen. Hier irgendwo war noch Gold. Ne, hier nicht. Ne, hier auch nicht. Mach zu wieder. Hier war Gold drin. Genau, hier war Gold drin, das können wir mal noch schmelzen. Ja, wir produzieren gerade Energie for nothing. Das ist natürlich nicht so schön. So, dann stecken wir die mal da rein. Ach, das ist ja eine kleine Batterie. Ah, das ist eine Large, genau, die will ich haben. Habe ich die jetzt schon getauscht? Ja, Z-Fletten brauchen wir nicht. Das ist ja der neue Inbegriff des... Das ist ein neuer Name, ein Hippie-Name, Z-Fletten. Der spielt in ganz vielen Filmen mit. Nein! So, dann lass mal brennen das Ding hier. Gold ist immer sehr energieintensiv. Aber ist egal, das machen wir jetzt einfach. Wir können ja im Notfall den Generator anwerfen. Ja, der hängt ja direkt dran, passiert ja nichts. Da kann ja richtig reißen. Ja, wir haben... Filter low auch noch, ey. Mann, ey, was denn noch alles? Carbon Dioxide. Naja, gut, wir haben ja noch ein bisschen Filter. Ist ja alles okay. Ist ja alles schicki. Oh, ich habe hier einen Fehler gerade. Das ist natürlich nicht schlecht. Nicht gut. So, wie lange braucht denn die neuen Gold hier noch? Ah, Batterie sieht gut aus. Wir erzeugen keinen Strom. Tatsächlich erzeugen wir keinen Strom, weil es ist alles noch was, was wir aus dem Generator da reingeladen haben. Aber wir haben jetzt erstmal keinen Stress. Das heißt, wir werden dann zeitnah umschalten und werden anfangen, hier die Welt zu rocken. So, Gold muss wo rein? Gold muss hier rein. Hier muss Gold rein. So, da muss das Gold rein. Okay, wir sind hier okay, wir haben minus 127 Grad. Das ist soweit in Ordnung. Die Batterie verliert nicht so viel Energie, auch wenn minus 27 Grad schon ganz schön doll sind. Okay, der hat jetzt wieder Saft. Und jetzt könnten wir uns ja mal überlegen, wie machen wir das mit der Tür? Ey, wir brauchen hier Strom an der Tür. Das mit dem Kuhfuß geht mir ganz schön auf den Sack, ey. Wir kommen eigentlich nur... Na, wir müssen mit der Leitung raus dann. Na? Ja, wir müssen mit der Leitung müssen wir raus. Zur Tür. Das ist schon scheiße, weil können wir hier nicht kreuzen. Also müssen wir das hier mit dem Generator noch ein bisschen anders machen. Der muss hier drüben hin. Den machen wir hier noch. Ja, wir machen das. Wir bauen mal den Generator um. Das können wir ja machen jetzt im Dunkeln.
Ich habe hier irgendwo, also das Ding nehmen wir auch erstmal raus und stellen das hier hin. Ne, nicht so. Nein. Nein. Nimm's doch mal. Nein. Nimm's doch mal auf. Meine Herren. T drücken. Da stellen wir den hin. Dann packen wir aber auch eine neue Batterie rein. So. Und wir müssen den Tracker mitnehmen. Das ist die Advanced Airlock. Den brauchen wir erstmal noch nicht. Also, ja, jetzt zeitnah brauchen wir die, aber jetzt aktuell noch nicht. So, wir nehmen ein paar Frames mit und den Tracker nehmen wir mit. So, und dann müssen wir uns jetzt was überlegen, wie wir Propellant tanken können. Ich denke mal, dazu nehmen wir erstmal eine Pipe. Dann brauchen wir... Was brauchen wir dafür? Wir brauchen aus dem Atmos Print. Ja, das können wir wieder nicht printen, weil wir nichts haben. Wir brauchen eine Volumenpumpe. Eine Volumenpumpe. Kanister. Kanister haben wir ja. Wir brauchen erstmal ein Kanister Storage. Was brauchen wir dafür? Eisen. Eisen haben wir. Hier irgendwo ihr habt. Wenn ihr irgendwo Eisen hier habt. Ja, wir können hier mal. Komm, wir hauen mal einen Stack rein. Und hauen mal einen Stack Eisen durch. Energie haben wir ja. Ist alles okay. So, den können wir dann ja auch anmachen. Dann finden wir auch die Basis wieder. Weil wir können nicht nur am Tage farmen gehen. Das funktioniert nicht. Wie gesagt, die Windturbinen machen schön Strom, nützen uns nichts, weil wir haben keinen Kupfer. Ha! Ja, also haben wir wieder richtig Glück gehabt hier mit Europa. Wir haben wieder richtig viele Kupferadern. Nicht. Aber irgendwas stimmt mit der Geschichte hier nicht, weil es kann ja nicht sein, dass wir hier keine Energie verbrauchen. Also irgendwie... Power low. Ja, dachte ich mir schon, Power low. Warum eigentlich Power low? Kann auch gar nicht sein. So. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ich muss mir mal einen Zettel schreiben, wo drauf steht, was ich machen will. Ich habe 10 Sachen im Kopf, die ich jetzt machen will. Und erinnere mich da immer nicht dran. Wenn ich dann so, wenn es dann soweit ist, weiß ich schon nicht mehr, was ich machen wollte. So, ein Kanister Storage brauchen wir. Den Dings haben wir ja, das heißt, wir brauchen eine Volumenpumpe noch. Eine Volumenpumpe ist eigentlich okay. Ja, eine Volumenpumpe ist eigentlich okay. Dann machen wir noch einen Tank dazu, einen Reservetank, also einen Wechseltank. Ey, hallo? Boah, der ist mir gleich ins Gesicht geflogen. Das ist irgendwie immer so. Ich weiß nicht, warum das ist so, aber es ist immer so. Wieso hätte ich jetzt das Ding ausgemacht? So, dann brauchen wir noch einen Reservetank. Dann nehmen wir einfach ein Standardmäßchen. Klar, wäre jetzt ein smarter wäre natürlich schöner, aber ja gut, haben wir noch nicht. Ach, den kann ich jetzt wieder nicht aufnehmen, weil ich habe so viel Scheiß hier in der Hand. Okay, und jetzt brauchen wir noch eine Volumenpumpe. Die habe ich wahrscheinlich noch gar nicht, oder? Turbo. Ja, ja, ich verstehe schon. Wo sind denn die normalen Volumenpumpen? Hallo? Atmospherics, Airlock. Wo sind denn, hä? Ach, sind die denn jetzt hier mit drin oder was? Weil hier stand irgendwas mit Turbopumpe, Gas. Nee, Turbopumpen sind Turbopumpen. Eiskrascher? Habe ich jetzt... Was? Turbo-Volumenpumpe? Hier ist sie. Volumenpumpe. Oh, Gold und Kupfer. Verdammt, also können wir das noch nicht machen. Gut, dann stecken wir das hier mal alles rein, was wir nicht brauchen. Können unseren Jetpack noch nicht nachfüllen. Nein. Nein. Ja, nein. So war richtig. Genau. So, Power Low, das wissen wir ja, weil wir haben ja hier die Ei reingesteckt. Wie viel Grad haben wir denn? Minus 121. Ah, die Batterie macht nicht genug Wärme hier drin. Aber es ist okay. So, was wollten wir machen? Ich wollte hier drüben wollten wir den Generator hinstellen. Genau, dann können wir nämlich auch ein bisschen Strippen noch sparen. Das werden wir nämlich gleich mal zurückbauen hier. Ich brauche mal hier meine Werkzeugkiste. Ja, müssen wir mal gleich hier... So, das müssen wir so lassen. Weil sonst wird uns hier der Strom ausgehen. So, den Generator, da können wir die Kohle mal rausnehmen. Dann nehmen wir mal den, wo ist er hier? Den hier. Bauen wir hier den Generator weg. Dann nehmen wir uns mal hier einen Pupsi. Bauen wir hier noch einen daneben.
Dann wollen wir hier noch einer nehmen. Dann nehmen wir uns zwei Schieß mich tot und wir nehmen uns hier mal unser Brenneisen. So, das sollte eigentlich für den Generator, für den General reichen. So rum, genau. So, der General ist drinne. Das heißt, wir haben jetzt hier wieder ein bisschen was an Energie gespart, also an Kabeln. Ja, jetzt brauchen wir natürlich unsere Zange. Das geht wieder nicht, weil es kein Werkzeug. Soweit verstanden. So, jetzt ist Mr. Generator hier dran, ohne dass uns alles wegfliegt. Korrekt, korrekt, korrekt. So, und jetzt müssen wir unsere Hoshis da noch anschließen. Ja, die stehen jetzt natürlich total an der falschen Stelle hier, die Damen und Herren. Das heißt, wir müssen hier auch schnell mal noch dran arbeiten. Ich glaube, mit dem Crowbar macht man, glaube ich, das Glas weg. Genau. Oh, da haben wir wieder keinen Platz für. Warum? Weil der hier gar nicht hingehört und der auch nicht. Und der muss dann da hin. Genau, jetzt haben wir es. So, dann können wir nämlich hier noch eine Solar Panel hinstellen. Mit dem Glas. So, und das können wir dann mal etwas anders hinstellen. Nee. So, na, dreh dich doch mal. Na, so, naja, so. 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 Naja, wir lassen es erstmal so. So. Nein. Dann das Ding da wieder rein, das Ding da wieder rein, das Ding an der Hand nehmen. Hier mal schnell eine Strippe langziehen. Haben wir auch. So, damit haben wir hier alles voll mit Heavies. Das ist okay. Die Kohle wieder in den Generator stecken. Nicht, dass wir die für irgendwas anderes verwenden. So, von hier aus sehen wir auch die Batterie. Das heißt, wir können laden. So, Solarsteuerung machen wir dann noch. Ich komme nicht raus. Das ist unglaublich. Okay. So, hier, die gehen auf jeden Fall nirgendwo hin. Lass mich mal kurz überlegen, wo könnten wir die denn jetzt... Ah, das geht so nicht, die können wir so nicht einbinden, weil Heavies sind doof. Okay, also bauen wir wieder um. Naja, es war doof gedacht. Ich wollte sie eigentlich mit einbinden, aber ohne Heavies geht's nicht, es geht nicht, es geht einfach nicht. Okay, Hammer. Ja, ihr hört, die machen Strom, ja, das ist, sollte man sich nicht entgehen lassen hier. Oh, jetzt geht die Sonne auf. Das heißt, wir müssen sofort losrennen, Kupfer besorgen. Dazu werden wir aber jetzt erstmal hier ganz schnell noch drei Dings hinbauen. Eins, zwei, drei. Nehmen wir hier noch ein paar Sheets. Wo ist mein Eisen? Hier. Und wieder mal ist ein Eisensheet weggebackt. Wie immer. Passiert mir andauernd. Mann. Mann. Europa ist echt anstrengend. Europa ist so anstrengend. Was die Anziehungskraft angeht, das könntest du sprechen. Ernsthaft. Das ist so... So, wir haben hier noch drei Heavy, das wird nicht mehr reichen. Ja, aber ist ja auch egal, weil jetzt schnappen wir uns nämlich erstmal unser Tool. Genau, drücken mal Ö. Machen den nochmal auf. Nein, machen den Gürtel auf. Schnappen uns das Ding und rennen los. So. Ah, nicht mit Jetpack. Nein, 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 nicht mit Jetpack.
So, wir gehen Richtung Sonnenaufgang. Wir gehen da lang weg. Alles klar. So, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir jetzt hier mal Kupfer besorgen. Und zwar ohne Ende. Kupfer? Ja, hier ist das schon Kupfer. Ne, das ist Gold. Aber Gold geht auch. Gold und Kohle brauchen wir immer. Ja, ich wollte eigentlich Kupfer besorgen, ich weiß, aber Gold und Kohle sind wichtig. Oh, das ist gar kein Gold, das ist Silber. Ja, Silber nehmen wir auch mit, auf jeden Fall nehmen wir Silber mit. Sehr schön, ich habe schon Silber gefunden. So, wir werden das mal hier so ein bisschen freibuddeln, damit wir das wieder sehen. So, 29 Silber reichen, wir brauchen aber Kupfer. So, wo ist unsere Basis? Unsere Basis ist zwischen diesen beiden Hörnern, alles klar. Was ist das hier? Das sieht aus wie Eisen. Ja, das ist Eisen. Oh, hier ist Kupfer. Ja. Da ist wieder nichts drin. Ah, es ist wieder nichts drin hier. Es ist wieder Eisen hier. Ah, doch, ein bisschen was ist hier. Jetzt wieder Eisen und Kupfer dicht zusammen. Oh, ist doch ein bisschen größer als ich dachte. Naja, wieder große Schnute gehabt, aber ja, war wieder anders alles. Oh ja, oh ja, oh ja. Die will ich sehen. Meine kleinen Kupferfreunde hier. Ah, ja, ja, ja. Ich bin ja schon wieder so drin in dem Spiel. Wir haben ein bisschen Starbase gespielt und ja, jetzt bin ich schon wieder so stationiert verseucht hier. Dass ich habe da so Bock drauf, hier eine neue Welt aufzumachen, sozusagen, mit euch. Ach, es ist einfach schön. Aber es ist leider auch ein bisschen zu laut hier, das Ding, ne? Das muss man ja einfach mal sagen. So, jetzt ist aber Essig hier, ne? Mit Kupfer, glaube ich. Weiß es nicht. Sieht so aus. Na gut, aber damit können wir ja schon mal was anfangen. Gut, wir hören jetzt mal auf. So, unsere Basis ist hier hinten, ne? Haben wir gesagt, zwischen den beiden Türmen da, haben wir gesagt. Da ist er. Na, seht ihr. Alles klar. So, man muss ein bisschen aufpassen, dass ich meinen Anzug nicht kaputt mache. Jetzt haben wir erstmal Kupfer. So, mit dem Kupfer können wir was machen. Was wollte ich mit dem Kupfer machen? Ich habe schon wieder vergessen. Ich war so auf... Achso, wir wollten Heavy Cable machen, weil wir noch hier die Propeller hier mit anschließen wollten. So, was können wir natürlich machen? Ist jetzt hier wieder so... Und wir müssen die blöde Airlock hier bauen. Ja, ich habe verstanden. Das machen wir auch noch. Nein. Ja. Nein. Ja. Ich glaube, ich habe schon wieder den Batteriebug. Den hatte ich schon mal. Ich meine, gut, wir haben jetzt keine Abnehmer, ja? Also warum sollte die leer gehen? Aber die geht schon überhaupt nicht leer. Also irgendwie ist das total komisch. Ich weiß man auch nicht. Gut, okay, das werden wir gleich sehen, ob sie leer geht. Wenn wir nämlich jetzt hier das Kupfer schmelzen, dann müsste sie ja einiges verlieren an Energie. Sturm-Event! Nein! Wir haben Sturm-Event und ich habe keinen Strom hier, kein... Oh nein, Alter, na mal gut. Ey, wir haben Sturm-Event. Ich hab wieder Sturm. Ha, wie geil. Ich hab wieder Sturm. Ich bin so begeistert. Es geht wieder. Oh, die machen jetzt richtig Strom, die Hoshis. Aber ja, leider ohne mich, weil ich hab kein Kabel dran. Naja, wie immer. Wie immer, Chris, wie immer. Einfach wie immer.
Das ist wie immer. So, komm, schmeiß mal ein bisschen was raus. Power ist schon wieder low. Warum denn? Alter, warum ist Power low? Es kann doch gar nicht sein. So, Elektroprinter. Machen wir anders Ding. Wir wollen Kabel machen. Gold haben wir ja auch noch ein bisschen. Wir müssen rausgehen. Wir müssen die anschließen. Da werden wir wahrscheinlich unser Leben verlieren. Bei dem Sturm. Ja, sicher. Manch einer wird natürlich sagen, mach's doch mit Trafos und trenn das alles und bla bla bla, dann brauchst du keine Heavys. Aber hey, ich habe schon immer am Anfang Heavy Cable genommen. Das bremst einen zwar, weil man halt, weil man halt immer das Gold schon verbrennt, aber ich habe jetzt hier schon viel Gold gesehen. Also, warum nicht? Ja. So, wir werden mal hier noch das Silber unterbringen. So. Ah ja, es ist auf jeden Fall Sturm draußen, ja. Na komm, einen noch. Ja, ich würde jetzt gerne rausgehen, aber das wird nicht funktionieren. Da werde ich fürchterlich versterben wahrscheinlich. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir jetzt den Strom, der da gerade generiert wird, wenn wir den benutzen könnten, ja. Ich habe schon wieder einen Bug hier. Seht ihr das? Die Batterie wird nicht leer. Das kann mir doch keiner erzählen, dass wir da so viel reingepfeffert haben. Das ist schon wieder komisch. So, dann müssen wir mal hier unsere Dings dann heile machen, gehe ich mal von aus, ne? Was habe ich denn jetzt gebaut? Achso, das Ding hier. Okay. So, wir machen noch ein bisschen Eisen. So, Kupfer, bitte einmal da rein. Will ich mal rausgehen? Komm, wir speichern mal. Wollen wir mal speichern? Wir speichern mal, dann gehe ich mal raus. Das ist jetzt Folge 3. Folge 3.1 ist das jetzt so. Safe. So haben wir. Jetzt gehen wir raus. Mal gucken, ob wir jetzt hier gleich Kabel verlegen können oder ob wir wegfliegen. Was ist denn das jetzt hier? Ne, ich werde tatsächlich gegen die Wand gedrückt hier. Sturm ist nach, alles klar. Okay, wir haben es geschafft. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. So. So. Oh doch, eine hat die ganze Zeit. Nee, die hat nicht mitgemacht. Konnte nicht. Na. So, sie sind dran, alles klar. So, nehmen die eigentlich auch Schaden? Ne, die nehmen keinen Schaden. Das ist ja lustig. Warum nehmen die denn keinen Schaden? Die haben Schaden genommen. Der Granate hat keinen Schaden genommen. Die Scheiben auch nicht. Gut. Supi. Danke fürs Mitmachen. So, ich wollte jetzt einfach mal gucken. Ah, wir haben den Network Analyzer drin, das ist gut. Ich wollte nämlich mal gucken, wie viel Energie wir jetzt tatsächlich hier rausschieben. 400 Watt. Naja, das ist fast ein Solarpanel. Das ist okay. Hier, guck, wird mehr. 480, 490, 500 Watt. Naja, komm, lass jucken. Ist doch halt gut, ey. So, aber wir brauchen hier vorne auf jeden Fall noch... Iron Sheets, ich will nicht immer darüber wegspringen, das geht mir total auf den Sack. Iron Frames meine ich. Hatten wir noch welche? Ich hatte sie irgendwo hingepackt. Nee, habe ich nicht.
Eine Airlock, ein Valve, Konsole, Active Vent, Plastic Sheets, ja, da kann ich erstmal nichts mit anfangen hier. Achso, der ist hier schon fertig mit Brennen und frisst mir den Strom weg. Gut, dann kannst du hier noch ein bisschen Kupfer machen. In der Zeit kann ich mal hier das Eisen. Hier, da packen wir es rein. So, okay, dann suchen wir mal nach den Sheets. Den Frames meine ich. Machen wir mal noch schnell 5 Stück oder so. Ich hab schon einen Bug. Die Batterie geht nicht alle. Das hatte ich schon mal. Ich muss das Spiel dann nochmal neu starten nach der nächsten Folge. Ach, ist ja schon vorbei, die Folge. Ach, na Mensch. Dann sehen wir uns in der nächsten. Und dann starte ich mal das Spiel neu. Dann gucke ich mal, ob die Batterie dann wieder funktioniert. Weil die scheint zu buggen. Kann mir ja keiner erzählen, dass wir hier keine Energie verbrauchen. Also, bis dahin macht's gut. Tschüss. Euer Chris.